Canopy oder Canyoning. Dieses Canopy, das ist so einmal durch den Urwald hangeln. Wer das ein bisschen erleben will, ist herzlich willkommen in unserem Klettergarten. Meine Station übrigens, wer sich gar nicht traut, dem helfe ich gerne. Ich bin da gestern schon mal durchgeturnt. Es macht wirklich riesen Spaß. Also auch hier ist jederzeit, selbst an einem Seetag, Abenteuer möglich. Tja, und nicht zu vergessen, Wellness, Wellness, Wellness. Da sind bestimmt ein paar dabei, die sagen, ja, ich habe jetzt mal Lust auf eine Woche Wellness oder neben einem schönen Hotel in Bayern, im Bayerischen Wald oder sonst was. Geht mit mir hin, sagt mal, Mensch, geh mal auf die Elida, da kannst du jeden Tag so tolle Wellness-Programme erleben. Und eins, das denke ich, müssen wir da mitgeben als Information. Hier ist es so, dass der Wellness-Bereich zum ersten Mal etwas kostet, komplett, das sind 29 Euro für das Tagesticket. Dann haben wir gesagt, wir wollen den Bereich einfach exklusiver gestalten und es sollen die Wellness machen, die Lust drauf haben. Und was sind 29 Euro? Also wenn ich nach Bad Homburg in die Taunustherme gehe, da kosten 2 Stunden 25 Euro. Der Preis finde ich gut. Und wenn ihr so richtige Saunafreunde habt oder Wellness-Freunde, die sich hier jeden Tag verwöhnen lassen wollen, die zahlen dann für ein Wochenticket 99 Euro und können dann von morgens bis abends, bis die Haut schrumpelig ist, saunieren. Ja. Ganz genau. Bis die